Hi, schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast und ich begrüße auch dich, wenn du hier heute zum ersten Mal mit dabei bist. Mein Name ist Gwendolyn und heute kommt ein neues Audio zum Dualseelenprozess. Es geht heute um ein großes Trigger-Thema. Das heißt, wenn du dich heute nicht gut fühlst, dann solltest du dir dieses Audio vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt anhören. Auch wenn du gerade merkst, okay, das triggert mich, diese Aussage triggert mich ganz massiv und das löst extreme Emotionen in mir aus, ich kann damit nicht umgehen, dann schalte ab und hör dir dieses Audio gerne zu einem anderen Zeitpunkt an. Heute geht es nämlich um Eifersucht im Dualseelenprozess. Beinahe jeder. Und ich möchte mich mal wirklich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, beinahe jeder hat schon mal mit Eifersucht zu tun gehabt, in irgendeiner Art und Weise. Alles, was wir mit unserer Dualseele erleben, ist natürlich tausendfach intensiver, fühlt sich hundertmal schlimmer an, weil es eben um genau das exakte Gegenüber geht. Der andere hat ja exakt die gleiche Seele und der andere drückt ja auf sämtliche Kindheitswunden, die da noch nicht verheilt sind. Deswegen fühlt sich auch alles tausendmal schlimmer an als bei jedem anderen. Was ist denn Eifersucht? Eifersucht ist tatsächlich kein Gefühl, sondern eine Emotion, die sich aus verschiedenen Gefühlen zusammensetzt. Was empfinden wir denn in diesem Augenblick? Zum einen, das weißt du sicherlich, extreme Verlustangst. Verlustangst empfindet jeder, wenn er eifersüchtig ist. Es ist auch tatsächlich in der Natur des Menschen so angelegt. Natürlich wollen wir unseren Partner an unserer Seite haben. Jetzt ist hier aber erstmal die Frage, ist denn deine Dualseele überhaupt dein Partner oder seid ihr in einer affärenartigen Konstellation? Seid ihr in einer On-Off-Beziehung? Seid ihr in einer Freundschaft oder habt ihr möglicherweise sogar gerade gar keinen Kontakt? Das heißt, mach dir erstmal bewusst, wenn dein Dualpartner nicht dein Lebenspartner ist, ist diese Eifersucht, die du im Augenblick fühlst, noch irrationaler? Dann ist es auch so, was fühlen wir denn noch? Ein extrem gekränktes Selbstwertgefühl. Wir beziehen das Ganze nämlich auf uns. Wir sagen uns, wenn ich schöner wäre, jünger wäre, intelligenter wäre, wenn ich größer wäre, erfolgreicher, wenn ich blond wäre, wenn ich dunkelhaarig wäre, wenn ich geheilt wäre und so weiter, würde das jetzt hier nicht passieren. Und das stimmt nicht. Denn in der Regel ist es so, Menschen können für viele Menschen Liebe empfinden. Und selbst wenn ein Mensch einen anderen Menschen wirklich liebt, von ganzem Herzen, können wir uns immer noch von anderen Menschen sexuell angezogen fühlen. Es ist auch einfach so, wir haben viele Seelenpartner hier draußen auf der Erde. Und selbst wenn wir diesen einen Partner fürs Leben ausgesucht haben, wo wir wirklich sagen, ja, das ist er, ja, das ist sie, kann es durchaus sein, dass wir einem Seelenpartner begegnen, zu dem wir uns ebenfalls hingezogen fühlen. Und in der Regel ist es dann so, dass derjenige, der eifersüchtig ist, das Ganze dann auf sich bezieht. Es ist gekränktes Ego, es ist Besitzanspruch und vor allem ist es diese tiefe Angst, wenn mein Partner, mein Dual, diesen anderen Menschen auch liebt, dann kann er mich ja nicht lieben oder dann muss er mich ja weniger lieben, dann könnte ich ihn ja verlieren, dann verliere ich meine Sicherheit, meine Stabilität. Außerdem kränkt es dann mein Selbstwertgefühl. Und hier ist es ganz wichtig, auch bei diesen beiden Punkten anzusetzen. Wenn du davon betroffen bist, dass du wirklich sagst, dass ich bin eifersüchtig, mein Dual ist verheiratet oder mein Dual ist gerade in einer anderen Partnerschaft, mach dir erstmal bewusst, ich beziehe das Ganze auf mich, weil ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist in dir verankert. Du glaubst nämlich, ich bin nicht gut genug. Deswegen ist mein Dual nicht bei mir. Das stimmt nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Tatsächlich ist es auch so, wir haben keine Konkurrenz. Wir haben ein extremes Konkurrenzdenken in dieser Welt. Alle versuchen, schöner, besser, erfolgreicher zu sein. Es gibt eine Riesenindustrie, die sich darauf spezialisiert hat, die Menschen zu verschönern. Und das geschieht schon seit Jahrtausenden. Selbst die alten Römer, die alten Ägypter haben sich bereits verschönert, um irgendwelchen Idealen zu entsprechen.
um den eigenen Marktwert zu erhöhen. Und was wir dabei alle wirklich vergessen ist, wir sind Individuen. Wir sind alle gleichwertig, aber wir sind nicht alle gleich. Jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein einzigartiger Ausdruck Gottes und niemand auf der ganzen Welt hat exakt das Gleiche zu bieten wie du. Das heißt, du hast keine Konkurrenz. Es wird immer Menschen geben, die schöner sind, erfolgreicher, reicher, intelligenter, die vielleicht mehr Humor haben, die sportlicher sind und so weiter. Du weißt selber, womit du dich vergleichst. Selbstverständlich gibt es solche Menschen, die sind aber nicht mehr wert. Und du bist auch nicht mehr wert als Menschen, die nicht die Qualitäten haben, die du mitbringst. Mach dir also erstmal bewusst, ich bin, so wie ich jetzt bin, einzigartig. Und wenn mein Dualpartner gerade bei einer anderen einzigartigen Person ist, brauche ich mich mit diesem anderen Individuum nicht zu vergleichen. Viele von euch sind auch in der Situation, dass ihr ganz genau wisst, dass euer Dual euch von ganzem Herzen liebt, dass dieser andere Mensch ebenfalls diese tiefe, starke Verbundenheit zu euch empfindet. Aber trotzdem bleibt der Dual bei seiner Partnerin, bei seinem Partner. Aufgrund gemeinsamer Kinder, aufgrund gemeinsamer materieller Güter, aufgrund irgendeiner Firma oder weil derjenige einfach unglaubliche Angst hat, sich auf eine so tiefe Beziehung zu dir einzulassen. Mach dir klar, warum ist mein Dualpartner jetzt im Augenblick nicht bei mir? Es hat nichts damit zu tun, dass der Seelenpartner, die Seelenpartnerin besser ist. Es hat andere Gründe, zum Beispiel die Kinder. Möglicherweise hat dein Dual ein Selbstwertproblem und kann sich nicht durchsetzen. Vielleicht würde es bedeuten, eine Trennung bedeuten, er müsste sich mit seiner Familie und seinem Umfeld anlegen. Das sagt etwas über ihn aus oder über sie aus. Es sagt aber nichts über dich aus. Das heißt, mach dir, wenn du mit Eifersucht zu kämpfen hast, wirklich erstmal bewusst, dieses gekränkte Selbstwertgefühl von ich bin nicht gut genug, das ist ein Glaubenssatz und ich finde in meinem Kopf Beweise dafür, dass das stimmt und ich versuche im schlimmsten Fall sogar meinem Ideal zu entsprechen, damit der andere doch kommt. Aber das ist alles der Bullshit meines Egos. Und dann mach dir auch einmal bewusst, dein Ego möchte den anderen besitzen. Das ist meins, das ist mein Partner, das ist meine Partnerin und niemand hat etwas mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu haben, weil das ist ja meins. Und das Ego denkt immer in Begriffen wie meins und deins. Das heißt, dieser Anteil in dir, der den anderen besitzen möchte, das ist Angst. Das ist es, was euch beide trennt. Das Ego möchte den anderen unbedingt haben. Und warum möchte das Ego den anderen haben? Weil es sich sicher fühlen möchte. Dein Ego findet keine Sicherheit in sich selber, also sucht es die Sicherheit im Außen. Und wenn es diese Sicherheit im Außen nicht bekommt, dann hat dein Ego massive Verlustangst. Und das ist erstmal bei jedem Menschen so. Diese Angst, ich könnte ihn oder sie verlieren. Bei einigen von euch ist das natürlich extremer. Das hängt dann mit Bindungs- und Entwicklungstrauma zusammen, da muss man tatsächlich sich auch einmal begleiten lassen. Das ist nicht so einfach zu lösen. Aber mach dir erstmal klar, jeder Mensch würde erstmal Verlustangst empfinden. Und jeder Mensch würde ein gekränktes Selbstwertgefühl erst einmal haben in dem Augenblick, wo diese Eifersucht hochkommt. Einfach dieses Gefühl, da nimmt mir jemand etwas weg. Und mach dir dann bewusst, stopp mal, mir kann gar nichts weggenommen werden, weil selbst wenn mein Partner, mein Dualpartner heute sagen würde, ich bin jetzt mit dir in einer festen, verbindlichen Beziehung, auch dann gehört er dir nicht. Er hat jederzeit die Chance, die Möglichkeit zu gehen. Viele Menschen heiraten, weil sie Angst haben und weil sie sich einbilden, wenn ich verheiratet bin, dann bin ich ja sicher. Das ist Unsinn. Man kann sich scheiden lassen. Auch dann bist du nicht sicher vor Verlust. Also mach dir klar, wenn jemand freiwillig mit dir zusammen ist, hat derjenige trotzdem die Option, jederzeit zu gehen. Und wenn das jetzt starke Ängste in dir triggert,
weil du dir das zum ersten Mal vielleicht bewusst machst. Es gibt keine Sicherheit in einer Partnerschaft. Der andere könnte mich jederzeit verlassen. Dann mach dir bewusst, okay, ich suche Sicherheit und Stabilität in meinem Partner, in meiner Partnerin. Warum mache ich das? Weil ich diese Sicherheit und Stabilität nicht in mir habe. Ich versuche also durch einen anderen Menschen das zu erfüllen. Bei Dualseelen ist es nun aber so, Dualseelen können unerfüllt nicht zusammen sein. Tatsächlich musst du in dir erfüllt sein, damit du mit deinem Dualpartner zusammen sein kannst. Das heißt, du kannst die Nähe des anderen zwar genießen, ohne ihn aber zu brauchen. Und an diesen Punkt musst du tatsächlich kommen. Ich verstehe selbstverständlich, wenn dich das jetzt alles triggert, wenn du denkst, wie soll ich denn das schaffen? Ich komme niemals an diesen Punkt. Da kann ich dir nur empfehlen, such dir am besten Hilfe, such dir Unterstützung. Mach dir erstmal bewusst, wenn du eifersüchtig bist, Verlustangst ist normal, ist eine natürliche Reaktion. Wenn diese Verlustangst aber zu groß wird, kann es durchaus sein, dass ich Bindungs- und Entwicklungstrauma habe. Dann mach dir bewusst, dein Ego will den anderen haben, will den anderen besitzen, möchte andere Menschen wegbeißen, weil du denkst, der andere gibt mir Sicherheit und der andere gehört mir. Und wenn da ein anderer Mensch kommt, dann könnte derjenige oder diejenige mir den anderen ja wegnehmen. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt natürlich auch einige von euch, die sehr, ich sag mal, in ihrer Moral gefangen sind. Und ich empfehle solchen Menschen immer Michael Begelsbacher. Schau dir einmal die Büchse der Pandora an. Deine Werte, deine Moralvorstellung nehmen dich und andere Menschen nämlich gefangen. Du kannst nicht frei agieren und andere Menschen können auch nicht frei agieren. Aber Freiheit und Liebe gehen Hand in Hand miteinander. Es gibt ja dieses schöne Bild, ich glaube, das ist ein chinesisches Sprichwort, vielleicht auch ein indisches, ich weiß es tatsächlich jetzt gerade gar nicht, ich glaube, es ist indisch. Wenn du einen Vogel liebst, dann lass ihn fliegen. Kommt er zu dir zurück und möchte bei dir sein, dann liebt dieser Vogel dich ebenfalls. Du kannst einen Vogel nicht einsperren. Und das Gleiche gilt auch für deine Dualseele. Liebe lässt den anderen frei. Liebe empfängt den anderen und knüpft das Ganze auch nicht an Bedingungen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir dieses Audio einmal weiterhelfen konnte, wenn du jetzt sehr stark mit Eifersucht zu tun hast. Wenn du Hilfe dabei brauchst, alle Kontaktdaten findest du hier unten in der Infobox. Falls du ein Coaching bei mir buchen möchtest, dann schreib mich einfach an, auch gerne schon mit der Telefonnummer, damit ich dich dann auch erreichen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall für dein Sein, dass du mir bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal hier wieder mit dabei bist. Bis bald.